Sie war der Hingucker des Abends. Franziska von Almsick trug ein wunderschönes Kleid und zog damit alle Blicke auf sich während des 47. Ball des Sports am 4. Februar in Wiesbaden. Mit ihrem Ehemann Jürgen B. Hader, mit dem sie seit 2005 verheiratet ist, schritt die ehemalige Profischwimmerin über den roten Teppich. Allerdings war ihr metallisches und sehr anliegendes Kleid wohl etwas zu lang, sodass sie es beim Laufen in die Hand nehmen musste. Und das hier sahen in dem Augenblick wohl auch nur die Fotografen. Jetzt aber auch die ganze Welt, denn wir haben dieses Foto entdeckt. Zu sehen ist eine figurformende Bauchweghose, die unter ihrem Kleid auftauchte. Ein klares Hilfsmittel für einen wohlgeformteren Body. Ein peinlicher Moment, der ihr in dieser Situation bestimmt nicht bewusst war. Doch Fashion-Fauxpas hin oder her, Franzi hatte sichtlich Spaß und tanzte gut gelaunt die ganze Nacht. Hut ab für so viel Balance, liebe Franzi.